Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich fahre jetzt los zum Steve, weil wir wollen ein paar neue Trails auschecken bei ihm auf dem Berg, weil ich habe ja gemerkt, bei Trails habe ich wieder mehr Defizite mittlerweile, weil ich immer so viel gesprungen bin und Parks und so weiter abgecheckt habe. Deswegen geht es heute mit euch zusammen auf Trails. Ich nehme euch gleich mit, wenn wir dort sind, auf der GoPro. Bis gleich, haut rein! So zum Einfahren würde ich jetzt schätzen, dass hier links geiler ist. Es kann natürlich sein, dass es auch richtig scheppert dann später. So, und wir sind dann auch direkt los auf die erste Abfahrt von den Trails. Und die hat sich gar nicht mal als so einfach herausgestellt, weil einfach so viele Nadeln auf dem Boden lagen und der Untergrund so weich war. Das war irgendwie nicht ganz so schön. Aber nichtsdestotrotz, einfach mal cool wieder draußen gewesen zu sein. Ich war die letzten Tage so viel am Arbeiten und ständig irgendwie nur zu Hause am Computer. Da wurde es einfach allerhöchste Zeit, mal wieder rauszukommen und einfach mit dem Bike in den Wald reinzufahren. Und dann geht es hier noch lang. Wieder Roadkill. Man kommt bei dem einen, kommt man von da runter und dann kann man hier direkt wieder rein droppen. Boah, von da geht's auch runter, Digga. Schon stabiles Ausdauertraining. Übrigens, vielleicht wisst ihr ja, dass ich ursprünglich eigentlich aus dem Fitnessbereich komme und auch in dieser Branche arbeite. Und wenn ihr mal ein Video haben möchtet, wo es ums Thema Ausdauer geht, genauso zugeschnitten aufs Fahrradfahren, dann schreibt mir gerne einfach in die Kommentare. Dann kann ich euch gerne mal ein Video machen zum Thema Ausdauertraining und wie man das am besten trainieren kann und so weiter und so fort. Nein, ich hab versagt. Verdammt. Ich hab versagt. Ja. Gott. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber dieses Laufen lassen auf den Trails und vor allem, wenn es ein bisschen steiler wird, fällt mir irgendwie doch immer noch sehr schwer. Auch wenn ich genau weiß, dass ich einfach mal die Bremse loslassen muss und rollen lassen muss. Hast du dich auch so erschrocken? Ich wäre fast die Schwöre, richtig gefährlich, die E-Biker. Nach dem E-Bike-Schrecken haben wir noch einen super schönen Trail gefunden, der einfach super schön aussah vom Wald. Aber dass ich mich da dann am Ende direkt wieder auf die Nase legen musste, naja, das musste eigentlich nicht sein. Ich weiß nicht, was da los ist im Moment mit mir, dass ich da so einen Fluch habe, dass ich mich bei jedem Ride irgendwie auf die Nase lege. Naja. Ja, Bro, let's go, Alter. Einfach reindroppen, auch mitten im Wald, Junge. Ach so, reinpedalieren. Du hast schon recht. Falsche Ausfahrt genommen. Ich dachte, du fährst geradeaus. Ich wusste nicht mehr, wo lang.
Ich habe vergessen, wie die Ausfahrt aussieht. Das war das erste Mal im Max Travel. Das hat er überhaupt nicht. Schön trotzdem fahren. Gucken, wo wir rauskommen. Ja. Abenteuer. Ja, bei dem Sturz ist nicht viel passiert, außer dass meine Mittelhand ein bisschen geschmerzt hat und wir sind dann auch direkt weitergefahren. Es war auch gar nicht mal so wild, weil ich mich ja irgendwie ninja-mäßig noch irgendwie abrollen konnte. Toi, 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 nichts weiter passiert. Wir sind dann los, nochmal einen Weg runtergefahren, wo wir nicht genau wussten, wo es am Ende eigentlich hingeht. Und dann sind wir auch ja bis ins Tal irgendwie gerollt, wo wir uns nicht ganz sicher waren, ob das jetzt wirklich ein Trail ist oder nicht. Aber nichtsdestotrotz einfach ein bisschen in der Natur sein und mal auf den abgeschiedenen Wegen zu sein, wo man sonst normalerweise nicht hinkommt, finde ich, macht auch das ganze Biken so ein bisschen aus. Und keine Menschenseele außer uns beide und das Fahrrad zu sehen, tut einfach immer wieder gut. Das ist doch nicht da geradeaus, oder? Da geradeaus. Das ist doch kein Trail, oder? Weil noch haben wir es nicht weit hoch zum Weg. Ich will mir das fast mal angucken gehen. Ja, wir sind heute eh im Abenteuermodus. Nachdem wir uns dann aus dem Busch rausgekämpft hatten, waren wir auch tatsächlich im Tal. Also wieder Straße, Häuser und so der übliche Trubel, den der Alltag so hergibt. Ich war mega happy, dass ich an dem Tag dann tatsächlich noch auf Trails gefahren bin, weil wir haben den ganzen Tag überlegt, ob wir noch irgendwie rausgehen, fahren gehen sollen, aber irgendwie waren wir uns nicht sicher, ob es von der Arbeit her klappt und dann zeitlich wurde es knapp. Aber selbst wenn man nur eine Stunde oder anderthalb oder vielleicht auch sogar zwei Stunden rausgeht mit seinem Kollegen und einfach ein bisschen im Wald Fahrrad fährt, endet der Tag einfach wie ein gelungener Tag. Wenn du es bis zum Schluss geschafft hast, dran zu bleiben, dann erstmal vielen lieben Dank, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass die Community hier immer und immer größer wird und es macht mir mega Spaß, eure tollen Kommentare zu lesen. Wenn du allerdings das erste Mal da bist, dann lass mir gerne ein Abo da und sei einfach Teil unserer kleinen Community. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der dabei ist. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut und ciao.